Hallo meine Lieben, heute gibt es ein ganz, ganz tolles Video für mich und für euch. Es gibt unter anderem Schminke, eine ganz tolle Ankündigung und noch viele tolle Produkte, die ich euch gleich zeigen werde. Anfangen möchte ich mit dem aufregendsten Teil. Und zwar, ich freue mich ganz, ganz doll drauf. Es ist so, ich wollte schon immer mal ein Zuschauertreffen machen, vor allem auch in Berlin. Ich habe so viele Zuschauer aus Berlin, das ist echt richtig krass, natürlich auch aus der Umgebung. Und ihr fragt mich in dem Bereich am meisten, ob ich mal so ein Treffen machen würde. Das wollte ich schon immer irgendwie machen, aber so total irgendwie hinstellen ist total langweilig. Und jetzt hat sich die perfekte Möglichkeit ergeben. Und zwar bin ich am 22.06., das ist nächsten Samstag, von 11 bis 15 Uhr im KDW in Berlin. Und dort bin ich bei der Eröffnung des neuen Lancôme-Counters. Und das Beste ist, ihr könnt alle dorthin kommen. Und natürlich können wir dann quatschen und Bilder machen und was weiß ich, was alles ihr machen wollt. Und das Coolste ist, meine Leidenschaft kann ich natürlich auch mit reinbringen, das Schminken. Und ich darf dort so viele wie möglich schminken und vielleicht sogar umstylen. Wer weiß, was wir da alles schaffen. Und ja, Lancôme hat mich eingeladen, dort meinen kleinen Stand zu haben. Und ihr dürft alle vorbeikommen und ich mache euch dann Augen-Make-ups von Lancôme mit den tollen neuen Produkten, die ich euch nebenbei gleich zeigen werde. Und schmink euch da ein bisschen und quatsch dort mit euch. Und es ist auch noch der nationale Make-up-Artist von Lancôme da, der Ronald Bauer. Und wir beide zusammen werden euch dann verwandeln und natürlich lancomisieren. Ich freue mich da richtig drauf, weil ich liebe es total, Leute zu schminken und vor allem auch euch zu schminken. Und vielleicht können wir da gegenseitig ein paar Tipps austauschen und so weiter. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Ne? Ruft alle an hier aus dem Umkreis von Berlin, dass ihr alle vorbeikommt an dem Tag. Wie gesagt, von 11 bis 15 Uhr bin ich da. Ihr könnt auch einfach nur vorbeikommen zum Quatschen. Schminken ist kein Muss. Aber ich würde mich freuen, wenn ich an jedem von euch so ein bisschen rumpinseln dürfte. Meine Schwester Julia ist auch dabei als kleiner Star. Ich freue mich extrem darauf und das Beste ist, ihr kommt nicht einfach nur dahin, ja, und labert mit mir hier blablabla und kriegt ein tolles Make-up und sowas. Nein, ihr bekommt auch eine tolle Geschenkbox von Lancôme, die ich euch hier schon mal zeigen kann. Und zwar ist das die Friend Box von Lancôme. Und jeder bekommt so eine Box, das ist richtig cool. Ich muss mal reinschauen, was da drin ist. Erstmal hier schön verpackt. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, was euch da... Was soll ich das zeigen oder soll das eine Überraschung bleiben? Ich weiß nicht. Aber das ist echt richtig cool. Also ihr kriegt da so ein kleines Produktset. Was ich natürlich richtig geil finde, ist hier Juicy Tubes. Die sind ja total bekannt und beliebt auch. Das sind diese kleinen Lipgloss... Es gibt solche Lipgloss in so Tuben von Lancôme, die heißen Juicy Tubes. Das ist hier so eine kleine Ausführung, voll die schöne Sommerfarbe. Das sieht auf den Lippen bestimmt sehr, sehr toll aus. Das ist, wie heißt denn der Ton? Ja, das ist ultra shiny Juicy Tube. Total süß für die Handtasche, perfekt. Dann bekommt ihr noch eine tolle Gesichtscreme. Und zwar, das ist die Hydra Zen von Lancôme ebenfalls. Eine richtig coole Größe, auch eine gute Reisegröße für den Sommer, ne? Nicht vergessen. Und dann bekommt ihr noch ein ganz, ganz tolles Duschgel von dem neuen oder eins der neuen Parfums. Und zwar von La Vie est Belle. Da macht ja die Julia Roberts dafür Werbung. Und das ist echt ein cooles Duschgel. Riecht auch sehr, sehr gut. Und ja, ihr bekommt alle so eine Box. Einfach so, wenn ihr vorbeischaut. Es wird mich ja riesig, riesig freuen. Aber wir verlosen auch noch 8 der neuen Limited Edition Mascaras. Und zwar schaut euch mal das geile Packaging an. Darum geht es nämlich. Und zwar, es gibt ein Limited Edition Packaging jetzt. Das ist eine Sonderausgabe sozusagen. Das ist das erste Mal, dass Lancôme mit einem Star-Designer zusammenarbeitet. In dem Fall ist es der Albert Elbaz. Und er ist normalerweise ein Modedesigner. Er kommt ursprünglich aus Marokko, hat aber die meiste Zeit in den USA gearbeitet. Zum Beispiel auch für Lanvin. Lanvin, ich hoffe, ich sitze alles richtig aus Brasilien. Ihr korrigiert mich bestimmt unten in den Kommentaren. Er hat jetzt diese ganzen tollen Limited Edition Packagings für die Lancôme Produkte gemacht. Zum Beispiel hier, das ist eine ganz, ganz tolle Palette. Und ja, ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal im Anschluss den Make-up-Look, den ich an euch schminken werde am Samstag. Ihr könnt natürlich ist es kein Muss, wird wahrscheinlich wieder ziemlich dramatisch, wie man mich kennt. Aber ich werde so 2 kleine Variationen machen. Natürlich werde ich noch eine kleine leichtere Version machen, so ein kleines Day-Make-up. Und dann auch noch die etwas dramatischere Version, die ich euch später dann zeigen werde. Dazu gibt es natürlich die passenden Mascaras. Und zwar haben die ganz tolles Packaging, wie ich jetzt schon 3-mal hier in die Kamera gehalten habe. Und zwar ist es einmal die Hypnose Doll Eyes Mascara, dann ist es einmal die Hypnose Drama, mein absoluter Liebling, habe ich jetzt auch gerade drauf, ich bin besessen, seit 3 Tagen trage ich noch diese Mascara. Dann haben wir hier noch die Hypnose Star
Und dann noch die, wo bist du, einfach die normale Original-Hypnose-Mascara. Und ihr könnt am Samstag auch noch 8 der Mascaras gewinnen. Also die verlosen wir auch noch unter euch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ne? Ich freue mich so. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute vorbeikommen. Und es gibt 3 neue Paletten, die in diesem schönen neuen Design erscheinen. Ich blende sie euch nochmal so ein bisschen hier ein. Es gibt 3 neue Paletten, die jeweils 4 Farben haben. Das sind solche 4 Farbpaletten. Das hier ist die Palette DR5. Mit der zeige ich euch gleich den Look. Und dann gibt es noch 3 einzelne Lidschatten, die wir jeweils auch noch zu den Looks passen. Das ist die neue LE, die es ab den 15. Juni im Laden auch gibt. Und ich liebe ja solche Sketch-Designs. Ich liebe das total. Das ist auch so das Markenzeichen für Albert. Er macht immer so ganz frische, fröhliche Designs, kombiniert mit Haute-Couture-Kleidung, die dann aber ein bisschen aufgelockert wird durch die schönen, jungen und frischen Designs. So sehen auch die Mascaras aus. Mir gefällt das total gut. Und ich zeige euch jetzt mal meine Lieblingsmascara. Das ist die Hypnose Drama. Die hatte ich früher schon mal. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Und zwar sieht das Bürstchen so aus. Das ist ein leicht geschwungenes Bürstchen, so in einem Löffel-Design. Die Borsten sind eben so ganz normale Standard-Bürstchen sozusagen. Und ich finde die perfekt, ich habe relativ lange Wimpern und deswegen passt die mir eigentlich ganz gut. Die kann man sehr schön die Wimpern greifen und auch sehr schön durchkämmen, was mir auch bei der Mascara sehr wichtig ist. Und man kann die richtig geil aufbauen und es gibt dann so richtige Monster-Wimpern. Ich habe das letztens schon geinstagrammt, falls ihr es gesehen habt. Und da sieht man wirklich, was für einen Effekt das macht. Also das ist wirklich False Lash Effekt hoch 100. Und bei der Kollektion gibt es auch noch ein paar künstliche Wimpern, die die designt haben. Die sehen auch ganz cool aus auf den Bildern. Als nächstes haben wir noch die Hypnose Doll Eyes. Die sieht so aus, hat so richtig süße kleine Herzchen drauf. Die ist von der Bürste, sieht die so aus wie ein kleiner Tannenbaum. Das bedeutet, die ist unten etwas breiter und nach oben hin etwas feiner, was natürlich sehr, sehr gut ist. Wenn ihr hinten die Wimpern tuscht und vorne die kleinen Wimpern noch bekommen wollt, dann müsst ihr nicht mit so einer riesen Bürste vorne hin. Und für die unteren Wimpern ist das auch sehr, sehr gut. Damit bekommt ihr natürlich die richtig tollen Puppenaugen, wie es auch heißt, Doll Eyes, ne? Dann haben wir als nächstes noch die normale Hypnose. Das ist praktisch die Original-Hypnose mit so lustigen kleinen grünen Augen drauf. Die Verpackung sieht etwas schlanker aus als die anderen. Und das hier ist das Bürstchen. Ich hoffe, ihr seht das hier einigermaßen. Und zwar, das ist ein relativ gerades Bürstchen, die nach außen hin etwas breiter wird, aber sehr minimal. Also hat relativ kurze Bürsten. Mit diesen Borsten kommt ihr wirklich sehr, sehr gut an den praktisch an den Wimpernwurzeln ran und könnt das sehr gut durchziehen. Und dadurch könnt ihr das Volumen richtig gut aufbauen. Sehr gut. Auch nicht zu groß für die unteren Wimpern, was ich auch immer sehr wichtig finde. Als letztes haben wir noch die Hypnose Star. Natürlich hat die sehr schöne Sternchen als Design drauf. Und das hier ist die Bürste. Die Bürste sieht so ein bisschen aus wie bei der Doll Eyes. Ist ebenfalls so ein kleines Tannenbäumchen, was aber von der Seite flach ist. Das bedeutet, ihr könnt mit dieser Mascara wirklich schön mit der flachen Seite durchziehen und dann praktisch drehen. Dann bekommt ihr einen richtig schönen Schwung in die Augen. Was heißt in die Augen? In die Wimpern. Aber wie gesagt, ist und bleibt mein Favorite, meine Hypnose Drama. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne mal auf Instagram folgen. Dort habe ich euch auch schon voll gespammt damit. Wenn ihr da noch weitere Infos sehen wollt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem kurzen Look-Video. Dann freue ich mich ganz, ganz toll auf euch am Samstag in Berlin im KDW. Und ich freue mich auf euch und mit euch zu plaudern und ein paar Sachen auszutauschen und dass ich eure Gesichter auch mal sehe, nicht nur eure Twitter-Namen, eure Instagram-Namen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ansonsten wünsche ich euch dann noch eine ganz, ganz tolle Woche. Und ich freue mich und ich höre jetzt mal lieber auf zu reden, sonst komme ich gar nicht mehr hier rum. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Look und wir sehen uns. Bis dann! Ich habe beschlossen, die mitgelieferten Schwammapplikatoren zu verwenden und es hat echt richtig gut funktioniert. Als erstes trage ich den silbernen Ton auf dem beweglichen Lid auf.
Als leichtes Highlight benutze ich den Rosé-Ton. Überschüssige Farbe könnt ihr einfach am Handrücken abtupfen. Das gebe ich dann unter die Augenbraue. Für einen intensiveren Lidstrich könnt ihr den Pinsel auch anfeuchten. Ich nehme die schmale Seite des Pinsels und zeichne so meinen Eyeliner nach. Ich habe den Eyeliner relativ dramatisch gestaltet. Ihr könnt das natürlich auch etwas leichter machen. Für einen glamourösen Smoky Look benutze ich die mittlere Farbe. Ich gebe diese Farbe einfach ganz genau in die Lidfalte und verblende das Ganze etwas mit dem restlichen Augen-Make-up. Ich intensiviere dafür den äußeren Teil des Auges für den beliebten Katzenaugeneffekt. Miau. Um das Hypnos-Drama-Make-up abzuschließen, benutze ich nun den zweiten helleren Highlighter-Ton und setze diesen an den inneren Teil des Auges. Für den letzten Schliff benutze ich nun die Hypnos-Drama-Mascara und ihr seht gleich, warum ich die Mascara so mag. Ich finde das Ergebnis richtig toll und ich hoffe, euch gefällt der Look. Dann sehen wir uns am Samstag in Berlin. Ich freue mich und bis dann. Tschüss!